Ich hab die Kieselmann. Cool. So, her mit den Kieseln und dann kriegen wir auch das Koffein. So hat der Fisch wenigstens... Hier ist der Stoffmann. Yo, Mann. So hat der Fisch wenigstens auch was bei sich drin im Koffer. Okay, Prince hat uns versorgt. Wir haben Koffeintabletten, wollte ich sagen. Gut, und dann benutzen wir die doch mal direkt mit dem Kaffee. Schaut der Typ eigentlich auch, wenn hier das Geschrei losgeht? Nö, interessiert ihn ein Scheiß. Doha, fand ich auch schön hier. Gut, also wir können ihn jetzt überall schreien lassen, den kleinen gefolterten Mann. Und wir haben unseren Kaffee. Das ist natürlich wundervoll, denn damit können wir uns jetzt endlich von dieser Insel verkrümeln, die nur so ein kleines Zwischenspiel war, genau wie die, wie das Piratenschiff. Also es geht relativ schnell, wenn man weiß, was man machen muss. Allerdings ist natürlich manches, wie der Hund, ziemlich absurd, gebe ich zu. Jetzt aber geben wir dem Gin erstmal den Kaffee, damit er ein bisschen entkatert werden kann. Und wie gibt man dem Gin den Kaffee? Natürlich, man kippt den Kaffee in die Flasche rein. Bis zum Rand auffüllen, bitte. So, reden wir nochmal mit dem Herrn und schauen mal, ob sich da was gebessert hat bei ihm. Wie geht es dir jetzt? Viel besser. Aber könntest du etwas leiser reden, bitte? Bereit für meine Wünsche? Ja doch, ja doch. Gut, okay, aber bevor wir uns jetzt in Kalypsos Laden wünschen, würde ich sagen, wir probieren nochmal die anderen Sachen aus. Ich wünsche mir, dass ich hiermit das Spiel beendet habe. Das wäre gemogelt. Ja und? Das kann ich nicht tun. Es wäre gegen die Vorschriften. Sonst noch etwas? Der Ginny-Ehrenkodex verbietet es ihm. Ja, ist die Magie der Djinns nicht generell irgendwie mogeln? So ein bisschen zumindest? Ich wünsche mir, dass meine Klamotten ab sofort der neueste Modetrend sind. Selbst ich kann das nicht bewerkstelligen. Schön. Hab ich aber auch ein Glück. Sonst noch etwas? Also Long John Silver fand sie scharf, die Klamotten. Vergiss es. Ich bin momentan wunschlos. Das wollte ich gar nicht. Bis dann. Ja, ich wollte eigentlich das drunter. Na gut, müssen wir halt normal mit ihm reden. Auf ein neues! Hey. Ja. Ich will den mir entgegengebrachten Mangel an Respekt noch einmal verzeihen. Ich möchte meine Wünsche jetzt erfüllt bekommen. Na gut, was möchtest du also? Er ist auf jeden Fall voll geschmeidig geworden jetzt. Gut, wir wollen natürlich unbedingt ein Prinz sein. Wer möchte das nicht? Ginny, ich wünsche mir, dass ich ein Prinz bin. Nun, ich würde dir gerne helfen, aber... Aber was? Dafür muss ich dich leider an meinen Vorgesetzten verweisen. Ich bin erst seit ein paar Monaten Ginny. Vorher war ich ein Schauspieler, weißt du. Großartig. Sonst noch etwas? Er wurde bestimmt für sein perfektes, ebenmäßiges Gesicht angestellt. Glaube ich sofort, dass er Schauspieler war. Ich wünsche mir, dass du nicht so ein nutzloser Ginny wärst. Ich mache das erst seit ein paar Monaten. Ich habe noch nicht ganz den richtigen Dreh raus. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Also nicht bloß ein Besoffener, sondern auch ein Anfänger. Aber zum Glück kann er eines, nämlich uns zum richtigen Ort teleportieren. Also auf zu Kalypsos Laden, verlassen wir dieses Eiland für immer. Ich wünsche mir, dass ich zurück in Kalypsos Laden bin. Auf geht's. Alkasim, Alkasam, Alkasum. Und da sind wir. Wir sind zurück in der Stadt. Ich weiß gar nicht, können wir eigentlich wieder richtig in die Stadt gehen? Tatsächlich. Verrückt.
Allerdings gibt es hier natürlich nichts mehr für uns zu tun, weil wir im Prinzip schon alles abgegrast haben. Wir könnten jetzt noch mal kurz irgendwo zu Besuch gehen, wenn wir noch irgendjemanden zu besuchen hätten. Zum Beispiel hier Bingo Bongo. Die sind tatsächlich immer noch am Hüpfen, ist ja verrückt. Ich glaube, ich lasse sie besser in Ruhe. Na gut, wie du meinst. Ja, also wie gesagt, wir haben ja ansonsten nichts zu tun. Man könnte ja eigentlich ein schönes Café eröffnen in der Stadt. Aber wir gehen in Kalypsos Laden jetzt, denn wir haben unser Bett voll und wir können wieder ins alte Universum zurück. Oder gibt es da vielleicht ein Problem? So mit Kalypso und Alex? Ich weiß es nicht. Irgendetwas Besonderes, während ich weg war? Nö. Alles wie immer. Was um Himmels Willen brabbelst du da? Es reicht, Alter. Langsam geht der Witz flöten. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Na, hat's geschmeckt? Gott sei Dank, du bist zurück. Sie haben Alex. Sie haben meine Enkeltochter entführt. Ja und? Wie weit bist du mit dem Schrank? Ich habe hier das Bett voll. Du musst gehen und sie retten. Sie erleidet bestimmt momentan fürchterliche Qualen. Nun, das ist ihr persönliches Pech, würde ich sagen. Außerdem kann sie auf sich selbst aufpassen. Also lass jetzt den Schrank warm laufen, damit ich von hier verschwinden kann. Aber was ist mit Alex? Sordid hat sie in seiner Gewalt. Er wird sie für seine schrecklichen Experimente missbrauchen. Sordid? Er war es auch, der dir den Schrank geschickt hat, um dich zu entführen. Der klassische böse Obermotz steht einfach so von den Toten auf, nur um einer Fortsetzung willen. Was wirst du nun tun? Ich glaube, das Ganze geht mich eigentlich nichts an. Aber... Also werde ich nun in den Schrank steigen und einfach verduften. Aber... Viel Glück noch bei deinem Kampf gegen Sordi. Ein totaler Sympath. Aber was ist mit... Bis bald! Man sieht sich vielleicht mal wieder. Jo, bis bald. Na, was ist denn da los? Ich vermute Sabotage. Ich habe mir gedacht, dass du dies tun würdest. Daher habe ich vorsichtshalber den Jux-Kompensator ausgebaut. Sehr schön. Oh, du bekommst ihn zurück, sobald meine Enkeltochter wieder bei mir ist. Na schön. Nicht, dass ich eine Wahl hätte. Gut, gut. Nun, du fragst dich sicher, wie du zu ihr gelangen wirst. Eigentlich nicht. Ich möchte dir Lionel vorstellen. Das ist aber ein großes Kästchen. Beherrscht es irgendwelche Kunststückchen? Er war Alex Schmusetier. Du kannst auf ihm zu Sordids Festung reiten. Ein Omnibus wäre mir lieber, aber warum nicht? Viel Glück, Simon. Ach, da wäre noch etwas. Ja? Könntest du mich bitte losbinden? Du bist ein Zauberer, oder? Ja, aber... Dann entfessle dich selbst. Aber das geht nicht ohne mein Zauberbuch. Okay, Löwe. Lass uns erstmal klarstellen, wer hier der Boss ist. Nun, das wäre wohl geklärt. Los geht's. So begab es sich, dass Simon zu einer langen und gefahrvollen Reise aufbrach. Durch unzählige Abenteuer führte ihn sein Weg und er durchreiste viele Länder. Von denen es in manchen schweinekalt war. Ist der Löwe nicht putzig? Von den gefrorenen Steppen bis zu den endlosen Wüsten trug ihn sein getreuer Löwe. Rastend, um den Sand aus der Nase zu kratzen. Durch die fauligen Sümpfe gelangte er zum Meer der Verzweiflung. Ganz nett für einen Kurzurlaub, aber kein Ort, um dort zu leben.
Schließlich gelangte er in die Gegend, die nur als Hölle auf Erden bekannt ist. Wir hätten an der letzten Kreuzung links abbiegen müssen. Oder vielleicht rechts. Der Löwe ist so süß. Oder, wie er da hockt. Ja, kurzer Stopp in L.A., wa? Das kann nicht stimmen. Ich glaube, ich habe die Karte mit Alex Strickmuster verwechselt. Schließlich gelang es ihnen, diesem grauenvollen Ort zu entrinnen. Und Simon und sein neuer Freund gelangten ins Tal der Verdammnis. Freund? Du meinst doch nicht etwa diesen verlausten Bettvorleger hier? Zuhören, ihr Haufen. Großes Zauberer hat uns geschickt, das heute früh. Niemand wissen, wer das hier sein. Sein deine Mutter. Mund halten, Leutnant Stott. Dieses Magie gekommen, um Großes Zauberer zu töten. Das viel zu klein ist. Großes Zaubererfleisch, was die aus ihm machen. Leutnant, ich hab gesagt, Sie sollen nicht schwätzen, dummes Zeug. Sie später in mein Büro kommen. Ja, Captain. Wenn jemand sehen, dieses Mensch, sofort melden. Großes Zauberer hat spezielle Pläne für es. Du dich befinden in tiefer... Kann ich wenigstens meinen Anwalt anrufen? Und so landen wir schneller in Sordids Festung, als uns lieb ist. Genau in der Zelle, in der Alex sitzt. Ja, ich fand das mal schön, dass der Löwe tatsächlich Lionel hieß. Also es war wahrscheinlich Lionel Richie, auf dem wir hier geritten sind. Und auch den Jux-Kompensator fand ich sehr schön. Also für diejenigen jüngeren Semesters unter euch, die noch nie Zurück in die Zukunft gesehen haben. Weil Zurück in die Zukunft ist ja ein DeLorean, also ein Fahrzeug, ein Auto, das die Zeitmaschine und das Kernstück dieser Zeitmaschine des DeLoreans ist der Fluxkompensator, darauf spielt das Ganze an. Also man hat wirklich viele zeitgemäße Anspielungen halt auch, die jetzt natürlich ein bisschen veraltet sind. Ich glaube, das Spiel ist von 96, ne? Ist also schon ein bisschen her. Ich gebe ja zu, damals war ich auch noch ein ziemlich kleiner Bub. Aber gut, wir müssen jetzt zusehen, dass wir hier wieder rauskommen. Aber erstmal sollten wir vielleicht aufwachen, oder? Wach. Hat sich irgendjemand die Nummer von dem Laster gemerkt? Wo zum Geier bin ich hier? Du bist in einem Verlies, unterhalb eines großen Schlosses. Ein kleiner Mann in einem blauen Gewand hat dich hier reingebracht. Das klingt aber nicht nach dem guten alten Zordi. Was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Scheint, als säßen wir hier fest. Wie wär's mit einer Runde... Ich sehe was, was du nicht siehst. Willst du mich nicht zuerst losbinden? Aber nur, wenn du dafür... in etwas Luftigeres schlüpfst. Bitte, Simon, bind mich los! Na gut, alles klar. Warum krieg ich immer nur die Langweiligen ab? Vielleicht liegt es daran, dass niemand dich leiden kann, weil du ein ziemliches Arschloch bist. Also Alex und Calypso leiden ja schon so ein bisschen unter Realitätsverlust, weil sie ihn irgendwie freundlich finden, ne? Na gut, wir müssen rauskommen. Probieren wir doch mal das Naheliegendste, nämlich einfach die Tür zu öffnen. Aber wir können uns schon denken, wie es aussieht. Na, das ist aber eine Überraschung. Sie ist verschlossen. Wenn ich eine Haarnadel hätte, wäre sie im Handumdrehen offen. Oh, wie praktisch. Welch ein Glück. Und in 0, nichts habe ich diese Tür geöffnet. Da steckt er extra für die 2 Meter das Ding in den Hut. Das ist wirklich ein Kinderspiel, wenn man weiß, wie es geht. Was du nicht tust. Gibt es ein Problem? Problem? Warum sollte es ein Problem geben? Gut Ding will eben ein wenig Weile haben. Warum machst du dich nicht so lange nützlich und gehst in die Küche?
so ein Sympath. Es ist unglaublich. Können wir fliehen? Wir? Du bleibst erstmal hier. Du hältst mich sonst nur auf. Aber ich dachte, du magst mich. Denken ist eben nicht jedermanns Sache. Ich sag ja, Realitätsverlust.